Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft One Block. Wahrscheinlich wird das die letzte sein. Wir hatten das Projekt gespielt, danach kam das Drumex-Projekt, danach kam Elements und eigentlich müssen wir noch ein bisschen fertig machen, ne? Wahrscheinlich wird das jetzt hier passieren, uns fehlt noch das End. Und da gucken wir mal. Wie machen wir das End? Das müssen wir uns selbst bauen im Nether. Und bin nicht ganz sicher, ob das so richtig funktioniert, aber. Ich habe was gesehen. Wir müssen dafür Skalkohlen und Endstone. Endstone haben wir doch zeitweilig. Nee, haben wir gar nicht. Wo habe ich denn Endstone eigentlich bisher? Wir hatten ja so ein Trial gemacht mit den Keys. Aber das ist mal eine andere Geschichte. Habe ich irgendwo Endstone hingepackt? Nee. Wie kann man denn Endstone herstellen? Endstone? Auch wenn ich das alles gar nicht da habe. Hier. Ah, okay. Man muss einen. Oh je. Man muss Sandstein machen und dann Eye of Ender reinpacken. Habe ich denn genug Stuff dafür? Hier waren Mob Drops eigentlich. Ender Pearl, nein. Oh, Eye of Ender habe ich sogar welche hier. Ich weiß gar nicht, wann ich überhaupt gekriegt habe. Ich glaube, die hatte ich auch gekauft. Und dann brauchen wir Sandstein. Und Sand ging ja aus. Also ich weiß jetzt nicht, wie es hier nochmal war. Sand. Kriegen wir Sand? Sand, 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 Sand. Oder Sandstone. Sandstone kriegst du hier raus. Und Sand kriegen wir aus Erde und Stein gemischt. Nichts mit Kies. Auch wenn ich das eigentlich logischer finde. Erde und Stein, den ich gerade nicht habe, den müssen wir jetzt erst herstellen. Dafür brutze ich das durch. Ja, also ich brauche auch noch Skalk. Wir müssen erst so ein Skalk-Portal machen, außenrum dann Endstone setzen, dann läuft das. Und schaut mal hier oben, wir sind bei 9400 abgebauten Blöcken. 10k kriegen wir noch voll, oder? Das habe ich auch noch vor. Und wenn jetzt hier Skalk kommt, muss ich das mit einer Silk-Touch abbauen. Also erstmal ein bisschen Skalk farmen und vorsichtig jetzt hier durchkloppen. Stein normaler. Oh, warte mal. Eigentlich hätte ich auch normalen Stein jetzt einfach so nehmen können, aber fällt mir egal. Gut. Plan ist folgender. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen, ins End zu kommen, ein Portal zu bauen und da mit den ersten, was sonst noch so abgeht, ist halt die Frage. Nehmen wir das gerade mal mit. Ich vermisse den Magnet nicht so, hä? Warum hat der Magnet nicht eingesammelt? Drop zur Seite. Ist einfach ein anderes Projekt wieder. Let's go. So, Dirt haben wir hier. Da meinetwegen dann den Stein. Da mache ich dann Sand draus. So, dann machen wir da Sandstein wieder. Ja, das wird ein bisschen teuer, leider. Das wird eine gute Menge an Stein und Erde kosten. Ja, vielleicht auch gut, wenn wir das jetzt hier über den Ofen machen. Gut, ich passe ein bisschen auf, sammle mal genug. Jetzt brauchst du 9 Skalk. Und dann gucken wir mal, ob alles andere dann auch vorbereitet wurde. Okay, Leute, ich habe mir das gecraftet. Wir haben Skalk einfach nur abgebaut mit der Silk-Touch-Picke. Easy. Endstone gecraftet aus Eye of Ender plus Sandstone. Das kriegen wir aus Sand und das kriegen wir aus Cleanstone und Erde zusammen. Und das hat schon gereicht für alles. Jetzt brauche ich noch eine weitere Zutat, damit wir dieses Portal bauen können. Wir müssen das im Nether machen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Wir brauchen noch ein Crying Obsidian. Wer ist occupied? Hä? Schon wieder? Das ist irgendwie buggy. Hier, der unsichtbare Villager schläft hier drin. Bad is occupied. Das kann nicht sein. Ich habe schon wieder Herobrine gefunden. Das ist schön, dass er da drin liegt, aber irgendwas ist hier weird. Kann ich irgendwie wichtige Sachen holen? Oder Fox, Rusty Wolf. Ja, brauch ich nicht, ne? Brauche ich Mycelium für irgendwas? Mycelium ist schon wieder so sus. Ich habe auch noch ein bisschen Eisen übrig. Ich wollte einfach mal. Wo ist er? So aus Spaß Mycelium holen. Auch immer der gerade lang gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir bisher für irgendwas Mycelium hatten hier. Pink Petals, vielleicht auch nur Deko. Komm, ich hole mir die mal. Vielleicht ist es Deko, I don't know. Was warm haben wir, weißt du? Kein Plan, wofür man das alles braucht. Mycelium hatte ich noch nichts und Pink Petals hatte ich auch noch nicht bisher. Naja, Spitzhacke weg. So, Equipment hatte ich ja Enchanted gehabt, alles Mögliche mit Protection. Da sind wir eigentlich durch. Drachen werde ich aber wohl so hinbekommen, theoretisch. Eisen können wir nochmal raustun. Und hoffen wir, dass wir nicht draufgehen oder so in Richtung End gehen sollten und dass ich da auch nichts weiteres mehr brauche. Ich habe halt, also wenn das eine Sky-End-Welt ist, habe ich ein Problem. Da muss ich mal ganz viele Blöcke vorher mitnehmen, damit wir uns da rumbauen können. Aber we will see. Naja, Crying Obsidian. It is.
Das müssen wir uns jetzt erstmal holen. Dazu gehen wir in den Nether. Mach hier nochmal Gold draus. Aus welchen Blöcken habe ich ja denn gebaut? Slabs? Weiß schon gar nicht mehr, was er genommen hat. Ich glaube, ich habe Cobble Slabs genommen, ne? Ja. Cobble Slabs, damit hier nichts drauf spawnt. Und jetzt halt die Sache, ich muss eventuell ein paar Picklands auch nochmal clearen. Und zu Klump hauen, damit ich bardern kann. Ja, die schießen sich gegenseitig ab, ja moin. Da war ein Crying Obsidian. Ich hab's. Who is cutting onions? Okay, ich glaube, damit hat sich die Sache erstmal erledigt. Such Sneak 3 einfach. Wir können unser Portal bauen. Okay, es ist soweit. Ich habe es hier einfach mittig zu dem Portal gemacht. Einfach nur das Prinzip. Und ja, Skalk ist gesetzt worden im Kreis, so wie hier. Dann kommen jetzt hier, glaube ich, die Teile hin. Und dann ist die Frage, ob ich hier Crying Obsidian reinsetzen muss. Oh, da passiert auch was. Das hat funktioniert, meine Damen und Herren. Sehr, sehr schön. Es wurde auf jeden Fall erkannt, dass ich dort den Block gesetzt habe. Ich werde das Data-Pick nochmal auseinandernehmen, mal zu gucken, wie das genau gemacht wurde. Ich hätte aber eine Idee. Ich hätte also, dass das Aktion des Crying Obsidians platzieren checkt, ob die Blöcke dann im Umkreis sind und dann wird da was ausgeführt. Aber ich werde auch nochmal in das Pack reinbohren. So, gut, das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt habe ich ein Endportal. Jetzt habe ich noch ein Problem. Ich habe keine Endaugen mehr. Das ist natürlich nicht so gut. Teilweise haben das die Villager, glaube ich, verkauft. Aber um ins End zu kommen, müssen wir natürlich noch ein bisschen was weiter vorbereiten. Ja, also die Picklins, die bartern, ja. Und ich meine, ich hätte jetzt hier auch schon eben gerade noch mal, wo war's? Enderperlen gedroppt, kriegt. Hab ich die rein? Da, zwei Stück. Und ich kann jetzt durch die Blaze Rods, wir haben auch Blazes gekillt. Habe ich nur eine? Warum so wenig Blaze Powder? Ja, ich muss ein bisschen. Okay. Als nächstes Blaze Powder und Enderperlen farmen. Das funktioniert wohl hiermit, indem wir nochmal bardern für das schnellste Möglichkeiten, da ranzukommen. Und ich kann auch hier nochmal Gold brutzeln. Da habe ich ja auch noch was gebrutzelt. Okay, Leute, das wusste ich auch noch nicht. Ich kann Netherite machen. Ich habe ein Netherite-Template ertauscht durch Bartern. Alles klar. Das wusste ich auch noch nicht, dass das geht. Aber soll mir recht sein. Also, ja, ein bisschen Zeug rausgekriegt. Okay, Leute, da fällt mir ein, man braucht doch so ein Template nur ein einziges Mal. Und dann heißt das vermehren und ich habe hier doch genug dabei. Guck mal. Template plus Netherrack plus alles. Ich mache nicht einen Gegenstand, ich kann alle Gegenstände verbessern. Also 5 Stück plus halt, plus das, was ich als Backup. Backup hab her damit. Ja, aber das Problem ist, das kostet jetzt auch wieder Gold für ein Netherite-Ingot. Das braucht auch wieder Gold. Und eigentlich ist das strategisch schon wieder gar nicht so klug, das jetzt zu machen. Weil die Enchantments noch gar nicht sitzen. Ich muss eigentlich erst perfekt enchanten und dann upgraden. Aber das sitzt hier halt auch noch nicht. Und ich weiß ja nicht, wie lange ich hier noch tinkern will eigentlich, ne? Wir können natürlich hier noch schön rangehen und hier versuchen, neue Sachen zu enchanten mit Lapis und sowas. Vor allem auch hier bei so ein Protection Channel. Vielleicht können wir da noch. Lapis Lazuli, kein Problem. Protection 3, das reicht, aber guck mal, jetzt könnte ich hier die Sachen nehmen. Dann gehen wir da hin. Machen wir so, kostet 10 Level und so wird es teurer, genau. Also machen wir so, 10 Level. Protection 4, Unbreaking 3, brauche ich was anderes noch drauf? Nö, wahrscheinlich nicht. Und die könnte ich jetzt dann mit Netherite upgraden. Ansonsten ist aber die Frage, brauche ich denn wirklich unbedingt Netherite? Weil ich kann ja auch. Ach, ich brauche das Gold ja auch für die Enderperlen. Ah. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten? Nee, von der Mobfarm gibt es da nichts. Die Mobfarm droppt das nicht. Protection 4, Depth Strider. Ich könnte noch Featherfall oder so mir holen für Boots. Weißt du, geht wieder alles jetzt schon wieder. Das tun wir auch zu Klump hauen. Ich habe halt kein Mending und nix und so, ne? Deswegen. Huch, was haut mich denn hier? Wo kommst du denn her? Check ich manchmal nicht. Okay, Leute, es ist soweit. Wir haben eigentlich alles fertig, was ich brauche. 33 für das Schwert.
Dann darf hier nochmal wieder Müll, Müll, Knochen noch erst sogar erstmal Müll, Weed, Spinnenaugen, Müll, 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 Müll weg. So, jetzt gehen wir mal hier hin, machen uns Netherite Ingots. 5 Stück, dann hole ich mir mal 5 Netherite Upgrade Templates. Eins bleibt natürlich hier drin wieder. Und dann hätte ich nicht gedacht, dass ich so weit komme jetzt hier noch. Aber wir gehen hin, wandeln das mal um, machen da mal ein Smithing Table draus. Packen den Smithing Table dahin und wir upgraden jetzt mal all unser Equipment. Die Boots haben ein bisschen Damage gekriegt. Was ist denn eigentlich passiert? Soll ich hier nochmal Unbreaking irgendwie draufziehen? Boah, ich mache nochmal Unbreaking auf die Boots. Der Helm hat Unbreaking, Brustplatte Unbreaking, Hose Unbreaking, die Boots nicht. Wie viel kostet denn das? 12 Level oder 16? Ja, machen wir natürlich mit 12 Level. Also es ist billiger, die Schuhe zu reparieren und nur Dings drauf zu ziehen, als zwei Enchantments rüber zu ziehen. 12 Level sollten aber eigentlich hier auch schnell gehen, ne? Komm her. Und dann können wir die upgraden zu Netherite. Mal 10 habe ich schon. 2 Level kriege ich auch noch hin. Komm schon. Wir dürfen hier unten chillen. Vielleicht kann ich ja schon mal mit einigen währenddessen. Oh, das ist so. Das Inventar ist so voll schon wieder. Ich würde sogar mal Eisen wegwerfen gerade. Gibt eigentlich so eine Regel, man wirft kein Eisen weg, aber ausnahmsweise mache ich das mal. So, komm her. Machen wir erstmal Protection. This, this. Netherite Chestplate. Netherite Hose. Netherite Helm. Schuhe will ich noch zusammenkloppen. Das kann ich ja schon mal anziehen. Komm her. Machen wir das so. 12. Kombinieren. Mit Netherite wieder upgraden. Dann das Schwert upgraden. Und dann bin ich jetzt aber schon weiter gekommen, als ich eigentlich gedacht hatte in One Block. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit spiele irgendwie. Oder das heißt so weit spielen. Ich will schon N machen, aber das ist so vollständig. Ich mache mit Netherite, weil ganz ehrlich, du brauchst ja kein Netherite für Drachen. Sowas wie Feather Falling wäre halt noch sehr chillig, aber ich weiß auch gar nicht, was mich erwartet, ne? Ich werde übrigens das so machen. Ich habe einen Versuch. Wenn da so eine Void-Welt ist, wo kein Boden ist und wir überall runtergenockt werden und das Zeug ist weg, dann ist durch. Ich werde mir nicht nochmal alles an Equipment erfarmen, um hierfür eventuell einen anderen Abschluss zu kriegen. Der Gedanke war, oder ich hoffe, dass wir ein normales End haben, dass ich mit den Pfeilen den Drachen einfach besiege und das jetzt eher so eine Formalität ist. Das wäre ganz nett. Wenn wir es nicht schaffen sollten, dann breche ich aber trotzdem, was das breche, dann beende ich es trotzdem. Und dann muss ich nächstes Jahr in der, also ich möchte einmal im Jahr vielleicht One Block spielen, dann muss ich nächstes Jahr in der neuen Version versuchen, es halt zu schaffen. So. Wir haben nur einen einzigen Versuch. Gut, Leute, es ist soweit. Ende Augen gehen rein. Und wir gucken mal beim One-Block-Finale. Ich weiß gar nicht, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben. Blaze hat mich abgeballert. Ich glaube, Sebo hat das ja auch gespielt. Hat Sebo es bis hierhin geschafft oder nicht? Nur so aus Interesse? Naja. Ich habe eben gerade schon gesagt, ansonsten, wir machen nur einen Versuch. Falls hier irgendwie eine Void-Welt ist oder irgendwas anders ist als beim normalen Drachen, dann habe ich ein Problem. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wenn ich hier sterbe und mein Equipment verliere und ich das auch nicht wiederholen kann, dann bin ich aber auch durch. Dann werde ich keinen zweiten Versuch mehr machen. Wir gehen rein. Und es sieht nach einer normalen Welt aus. Na, immerhin. Ich habe das ja mal geübt, die mit Betten zu klatschen. Da habe ich sogar ein Video zu. So. Boss-Schuh. Habe jetzt keinen Breath geholt, weil wozu? Oh mein Gott, endlich mal kein Fight um das Ei. Endlich kann ich mal in Ruhe meine Eier einsammeln. There you go. Ich würde sagen, das passt. Wir haben alles eigentlich abgehakt damit, ne? Bei den Advancements sind wir auch durch.
Das sieht sehr gut aus. Und ich würde sagen, so ein paar After-Party-Challenges, ne? Also 50 Creeper mit einem Name-Tag versehen, das werde ich nicht machen. Das sind so ein bisschen random Dinger, die kannst du machen, wenn du sonst nichts Besseres zu tun hast. Aber auch hier sind wir eigentlich gut durch gewesen. Kill an Iron Golem. Nee, machen wir nicht. Also da gibt es halt jetzt nicht viel Content mehr und Dinge, die noch zu tun sind. Wir sind durch mit One Block. End ist durch, Drache ist besiegt, Ei haben wir, Full Netherite haben wir noch gemacht, Endportal gebaut und das war so das letzte Content-Stück, was noch gefehlt hat. Ich bin zufrieden. Vielleicht kann man One Block einmal im Jahr durchspielen, vielleicht gibt es eine neue Version fürs nächste Jahr. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben insgesamt, ich kann auch mal durchgehen, über 10.000 Blöcke abgebaut, 11.512 sogar. Sehr, sehr geil. Und wir haben es damit durchgezogen und abgeschlossen, damit ihr jetzt alle in Seelenfrieden ruhen könnt. Alright, bis zum nächsten Mal. Das Krachen und ciao, ciao.